Offenbarungen über die Liebesflamme. 1. August 2001. Erzengel Michael. Gottes fürsorgliche Liebe sendet die heilige Jungfrau Maria in die Welt, um durch ihre mütterliche Liebe dem Menschen zu helfen. Das Ausströmen der Liebesflamme ist eine solche Hilfsleistung für die Menschheit. Wenn ihr die Gnaden der Liebesflamme nutzt und so mit eurer himmlischen Mutter zusammenwirkt, dann nehmt ihr teil an dem miterlösenden Werk der heiligen Jungfrau Maria, an der großen und heiligen Aufgabe der Seelenrettung. 2. August 2001, Mutter Gottes. Meine lieben sühnenden Kinder, ihr habt auch mir meinem unbefleckten Herzen geweiht. Ich bitte euch, dies täglich zu tun. Glaubt mir, dass ihr dessen bedürft zur Rettung der Seelen. Je mehr eure Weihe an mich euer Leben durchwirkt, umso größer wird die Freude in euch sein. Ich habe euch zur Freude berufen, damit die Frohbotschaft meines göttlichen Sohnes euer Herz, eure Seele, euer ganzes Leben erfülle und ihr so zu glaubwürdigen Zeugen meine Liebesflamme werdet. Meine Kinder, durch die Liebesflamme lasse ich euch an einer wunderbaren Gnadenwirkung teilhaben. Ich bitte euch nur um eine demütige, liebende Zusammenarbeit mit mir. Wagt es an die Liebesflamme meines unbefleckten Herzens zu glauben und vertraut auf die Kraft und Macht meiner Liebesflamme. Ich erteile euch durch die Liebesflamme meines Herzens meinen gottesmütterlichen Segen als Miterlöserin. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 3. August 2001, Erzengel Michael. Gott und die Mutter Gottes bereiten viele Seelen in Verborgenen darauf vor, eins an ihnen das Werk seiner Barmherzigkeit zu offenbaren. Die Kleinen und Demütigen sind es, die Gott und die heilige unbefleckte Jungfrau Maria dazu ausersehen haben. Denn die Sünde des Menschen darf die Gnade nicht trüben oder ihre Wirkung vereiteln. Achtet in der Stille des Gebetes auf Gott, auf den Heiligen Geist Gottes und auf die unbefleckte Mutter Gottes, die eure himmlische Mutter ist. Eine Mutter weiß immer am besten, was ihr Kind benötigt. Euren Bedürfnissen entsprechend gibt sie die göttlichen Gnaden als die Vermittlerin aller Gnaden. Glaubt und vertraut der heiligen Jungfrau Maria. Glaubt an die Liebesflamme ihres Herzens und die Verheißungen über das Wirken der Liebesflamme. 4. August 2001, Mutter Gottes. Meine lieben sühnenden Kinder, viele von euch machen sich so viele Sorgen, weil ihr Gott und mir nicht wirklich vertraut. Ein nur flüchtig dahergesagtes, Jesus, ich vertraue auf dich, ist etwas anderes als die lebendige Wirklichkeit, sein ganzes Leben vertrauensvoll in Gottes Hand zu legen. Eine der Offenbarungsweisen der Liebe ist das Vertrauen. Ohne Liebe ist es nicht möglich,
wirklich zu vertrauen. Jesus, ich vertraue auf dich. 5. August 2001, Erzengel Michael. Ihr habt euch durch die Mutter Gottes der heiligsten Dreifaltigkeit geweiht. Gott will nicht, dass ihr dies nur halbherzig tut und nur dann so lebt, wenn es euch gut tut, ansonsten aber eure Bereitschaft zur Hingabe vergesst. Gott will, dass ihr eure Hingabe mit ganzem Herzen lebt. Nur so könnt ihr durch euer sühnendes Leben 30, 60 oder 100-fach Frucht bringen. August 6. 2001, Festverklärung des Herrn. Mutter Gottes, meine Kinder, Jesus hat euch dazu berufen, ihm nachzufolgen. Wie sehr wartet er darauf, dass der Vater auch von euch sagen kann, dies ist mein geliebtes Kind. Dazu ist jedoch erforderlich, dass ihr Gottes heiligen Willen sucht und auch erfüllt. Oft ist es nicht leicht, den göttlichen Willen zu erkennen, zumal so viele Dinge eure klare Sicht trüben. Deshalb erhelle ich durch meine Liebesflamme jenen Pfad, auf dem ihr wandern müsst. Durch die Liebesflamme erhelle ich euren Verstand, damit ihr beizeiten und richtig erkennt, was Gott von euch verlangt. Meine lieben sühnenden Kinder, wenn ihr den göttlichen Willen erkennt, so strebt mit aller Kraft danach, euch nach ihm zu richten und ihn zu erfüllen. Ich helfe euch dabei, doch ihr müsst dies auch wollen. 7. August 2001, Fest des himmlischen Vaters. Himmlischer Vater, ich bin euer Vater, der Gott der Liebe und der Barmherzigkeit. Durch meinen göttlichen Sohn Jesus und meine unbefleckte Tochter, die Jungfrau Maria, möchte ich alle an mich ziehen. Deshalb sandte ich meinen Sohn, dass er der Menschen Heiland sei. Er ist zur Offenbarung meiner barmherzigen Liebe Mensch geworden. In euren Tagen ist die Jungfrau Maria die Botschafterin meiner Liebe, damit ihr euch an mich, euren liebenden Vater, wendet, der sich euer erbarmen will. Meine Kinder, widmet dem Gebet Zeit. Im Gebet könnt ihr durch den Heiligen Geist mir, dem Gott der Liebe, ganz nahe kommen. Das Gebet ist die Offenbarung der Liebesbeziehung zu mir. Kommt im Gebet, in der Stille, in der Tiefe der Seele, durch den Heiligen Geist zu mir, zu Jesus und eurer heiligen Mutter. August 2001, Mutter Gottes. Meine lieben sühnenden Kinder, als eure himmlische Mutter und als Gottes Mutter stehe ich euch bei, um euch auf eurem Weg zu Gott zu helfen. Immer wieder mache ich euch auf das Gebet und auf die zur Sühne erforderliche Opferbereitschaft aufmerksam. All dies sollt ihr jedoch aus Liebe tun, um dadurch den heiligen Willen Gottes zu erfüllen. Bemüht euch in allem, das rechte Maß zu halten,
Jesus verlangt von seinen Nachfolgern keine Opfer, die ihre Kräfte übersteigen. Denn er ist der heilige Gott der Liebe und des Erbarmens, der auch die Seinen zu Liebe bewegen will. Lasst zu, dass ich euch durch meine Liebesflamme immer näher zum Gott der Liebe und des Erbarmens führe. Das Licht meiner Liebesflamme wird euch den Weg erhellen. Ich möchte, dass ihr Gott in der Natur, in den Schönheiten der geschaffenen Welt und auch in anderen Menschen erkennt. Ich segne und stärke euch im Guten und in der Liebe, durch die Liebesflamme meines unbefleckten Herzens, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.